Hallo und willkommen zur Mittwochslokalzeit fürs Bergische Land. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und wir gucken gleich nach Wermelskirchen. Da ermittelt nämlich eine Mordkommission der Polizei. Und diese Themen haben wir heute auch noch für Sie. Großes Entsetzen in Wermelskirchen. Auf einem Reiterhof ist heute Morgen eine Frau tot aufgefunden worden, inmitten einer Blutlache. Eine Mordkommission der Polizei ist eingeschaltet. Jetzt wird's ernst mit IKEA in Wuppertal. Heute haben die ersten Rodungsarbeiten auf dem Gelände beim Kreuz Wuppertal Nord angefangen. Stadt und Möbelhaus drücken aufs Tempo. Nächstes Jahr schon soll IKEA aufmachen. Und gerade über diesen Zeitplan, da regen sich Umweltschützer auf. Und wir haben Mittwoch, heißt also, Sie können wieder mitraten. Hartmut Glittenberg war für uns heute unterwegs im Bergischen, an einem Ort, ja, der zweckentfremdet wurde. Mehr verrate ich jetzt nicht, das überlasse ich Hartmut Glittenberg. Ja, wenn Sie wissen, wo Hartmut Glittenberg da heute war, dann rufen Sie an 0800 5678 300 ist die kostenlose Durchwahl. Zu gewinnen gibt es 2 Lokalzeittassen und entweder eine DVD über die Wupper oder ein Buch mit Ausflugstipps. Viel Glück wünsche ich Ihnen. Mit einem Internetblog richtig Geld zu verdienen, das schaffen nur die wenigsten. Jens Mahnke aus Wuppertal, der hat's geschafft. Zuerst schrieb er in seinem Blog nur über seine Hobbys und über Musik. Mit mehr Reichweite, also mehr Lesern im Netz, wurden dann aber auch große Firmen auf ihn aufmerksam. Und damit kam auch das Geld. Und das war so die Lokalzeit an diesem Mittwoch. Hier im Programm geht's nach der Tagesschau weiter mit der neuen Comedy. Wie geil ist das denn? Und uns gibt's morgen wieder um 18 Uhr und um 19:30. Und dann geht's bei uns unter anderem um die Frage, kann das wirklich erlaubt sein, dass ein Kaffeebesitzer jemandem im Rollstuhl sagt, nee, du kommst hier nicht rein, zumindest nicht überall? Das klären wir morgen. Bis dahin, machen Sie es gut. Schönen Abend. Tschüss.